Die nächste Frage ist, und zwar, es gibt Leute, die neu den Islam annehmen oder die den Islam neu praktizieren, da merken wir bei diesen Leuten, dass sie schnell übertreiben. Manche übertreiben oder manche wollen am Anfang gar nicht praktizieren. Was gibt es von Ratschlägen an diese Brüder und diese Schwestern? Barakallahu fikum, zakumullahu khairan. Diese Situation, was die Frage anbetrifft, ist eine bekannte Situation und das passiert bei fast den meisten Brüdern und Schwestern, dass sie in diese Bahnen kommen und dass sie übertreiben. Warum übertreiben sie? Weil die Leute, die kommen neu zum Islam oder die zeigen Reue und die wollen so schnell wie möglich wie die anderen werden. Die wollen so schnell wie möglich, dass sie den Islam richtig praktizieren. Die wollen ins Paradies kommen. Die wollen sozusagen nachholen von Taten. Die wollen nachholen, weil sie viele Sünden begangen haben. Und der Shaitan spielt eine große Rolle. Deshalb, die wollen sozusagen einen Sprung machen. Und durch diesen Sprung, weil sie noch nicht basiert sind im Wissen, was passiert? Die übertreiben schnell. Kein Wissen. Die wollen schnell, die beeilen sich, die sind voreilig und die wollen diesen Sprung machen. Und dabei keine Weisheit, deshalb kommt es dazu, dass sie übertreiben. Aber was ist die Lösung dann für diese Leute? Die Lösung ist, dass sie langsam anfangen, dass sie etwas verstehen. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Und das Beispiel ist so. Wenn jemand den Islam annimmt, das ist wie ein kleines Baby. Und ein kleines Baby bekommt erstmal Milch. Ein kleines Baby bekommt nicht Fleisch, bekommt nicht Knochen. Ein kleines Baby bekommt erstmal die Grundlagen. Deshalb ich empfehle diesen Leuten, dass sie anfangen zu lernen. Erstmal lernt man, was La ilaha illallah bedeutet, was Muhammad Rasulullah bedeutet, was der Islam bedeutet. Da lernt man, wie man betet. Da lernt man, wie man richtig den Islam praktiziert. Langsam, ohne diesen Sprung. Und das kommt langsam. Das kommt langsam. Aber wenn man diesen Sprung macht, dann. Und zweitens, ich empfehle diesen Leuten, dass sie was verstehen, dass sie kein Wissen haben. Und wenn man kein Wissen hat, dann sollte man nicht über Themen reden, wenn man kein Wissen hat. Drittens, dass sie wissen, von heute auf morgen wirst du kein Gelehrter. Und von heute auf morgen wirst du nicht alles nachholen. Der Islam kam in 23 Jahren, die Botschaft von unserem Propheten war 23 Jahre. Und nicht am nächsten Tag wurde alles erklärt. Allah subhanahu wa ta'ala könnte doch subhanahu wa ta'ala den Koran auf einmal herabsenden. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran in 23 Jahren herabgesandt, subhanahu wa ta'ala offenbart, damit die Leute lernen. Deshalb diese Wörter, die sind nicht böse gemeint oder die sind kein Angriff, sondern das sind für Nutzen der Brüder und der Schwestern. Nicht, dass sie übertreiben und nicht, dass sie falsche Bahnen nehmen. Weil viele Leute machen das aus Unwissenheit und später, die bereuen das. Und wir haben viele Leute kennengelernt. Am Anfang waren sie so extrem und sage ich jetzt so fanatisch, dann später langsam, nachdem sie gelernt haben, der sagt, ja subhanallah, wallah, jetzt verstehe ich, als man uns gesagt hat, ihr habt nicht so viel Wissen. Schaut mal, wenn du nur Al-Bukhari siehst, Sahih Al-Bukhari, Hadith-Sammlung, wie viele Hadithe gibt es bei Al-Bukhari? Wie viele Hadithe gibt es bei Muslim? Wie viele Hadithe gibt es bei Tirmidhi, bei Abu Dawud? Kennst du die Hadithe? Sagst du nein? Okay, wenn du diese Hadithe nicht kennst. Wie viele Ayat hat den Koran? Kennst du den ganzen Koran? Auch nein. Dann wieso redest du über Themen, die so groß sind und du hast noch nicht die Grundlagen des Wissens? Abgesehen davon jetzt, was ich sage und was die anderen sagen. Du mit Allah subhanahu wa ta'ala, du selber. Mit Allah subhanahu wa ta'ala. Rechne mit dir ab. Und Allah sieht dich und weiß, was du tust. Wenn du ein Muslim, wenn du den Islam angenommen hast, weil du davon überzeugt bist, dann denke nur nach. Du hast nicht so viel Wissen. Deshalb lerne erstmal die Religion. Nimm den Weg des Wissens. Und wenn du so weit bist, ich meine, nicht jeder braucht Gelehrter zu werden. Du kannst auch arbeiten, aber mindestens lerne, was wichtig für deine Religion ist, was erlaubt ist, was verboten ist, damit du keinen Fehler begehst im Islam. Und alles andere kommt langsam. Keiner von den Gelehrten ist von heute auf morgen Gelehrter geworden. Die haben jahrelang gelernt, die haben jahrelang studiert, damit sie so geworden sind. Aber manche Leute denken, ich nehme den Islam heute
an und nach zwei Monaten muss ich Da'wah machen. Und komischerweise, dass einige unserer Brüder, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen verzeihen und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten, dass sie unsere Brüder und Schwestern in diese Richtung schieben, ohne dass sie sich Gedanken machen, was passieren könnte. Könntest du ein siebenjähriges Kind ein Auto in der Hand stecken und sagen ihm, fahr Auto? Der macht Katastrophe. Was ist wichtiger, ein Auto oder deine Religion? Deshalb, wie kann man sich erlauben, dass man den Leuten sagt, die neu im Islam sind, ja, geh, mach Da'wah. Der weiß noch nicht. Sag ihm, lerne deine Religion. Such nach Wissen. Langsam nehmen. Und die Gelehrten haben eine sehr schöne Regel. Und zwar, man rama al-ilma jumla, dhahaba minhu jumla. Wenn du das ganze Wissen auf einmal haben willst, verlierst du das Ganze auf einmal. Es kann sein, eine Person sitzt Tag und Nacht und liest und liest und liest, aber das ist allein nicht genug. Du brauchst jemanden, der dir Tipps gibt. Du brauchst jemanden, dass du bei ihm lernst. Du brauchst jemanden, der sagt dir, was richtig, was falsch ist. Damit du am Ende keinen Kollaps bekommst. Viele Leute bekommen Kollaps und die wissen am Ende nicht mehr, was sie tun. Und deshalb verlassen sie das Gebet und verlassen sie den Weg der Religion und die fangen an, einen sündigen Weg zu nehmen. Deshalb meine Empfehlung an meine Brüder und Schwestern. Erstmal, die sollen bescheiden bleiben. Zweitens, die sollen wissen, dass sie kein Wissen haben. Drittens, die sollen wissen, dass Allah sie sieht. Und die werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und Allah wird sie befragen. Viertens, dass sie nicht arrogant werden. Und dass sie wirklich Allah fürchten, wenn sie über Islam reden. Dass sie sitzen, zu einem Scheich gehen, zu einem Gelehrten gehen und dass sie die Religion lernen, langsam, ein Thema nach dem anderen. Und die fangen mit den wichtigsten Themen. Komischerweise siehst du Leute, die sind schon 10 Jahre Muslime. Wer kann bis heute nicht den Koran richtig lesen? 10 Jahre. Komischerweise höre ich von einigen Leuten, die sind seit 3 oder 4 Jahren Muslime und die wissen bis heute nicht, wie sie richtig beten. Katastrophe! Katastrophe. Aber dann reden sie über große Themen. Der redet über die Nation und der will die Leute vom Islam ausschließen. Der andere, der will die Leute von Sunna ausschließen. Und die reden über, was die Gelehrten gesagt haben. Genau, was Abdurrahman bin Abi Layla sagte. Ich habe Leute hier in dieser Moschee, in Khif Moschee, das ist in Mina, der sagt, ich habe Leute hier, 70 Leute von den Gefährten vom Propheten Muhammad sallam getroffen. Jeder schiebt von sich die Antwort auf eine Frage sozusagen ab und er gibt das seinem Bruder. Aber ihr macht heute Fatwa in Themen, wenn Umar befragt worden wäre nach ihnen, dann hätte er die Leute von Badr gesammelt, damit er sie nach ihren Ansichten fragt. Aber für euch ist das, als ob eine Fliege sitzt hier und da scheucht man sie so. Das sagt er in welcher Zeit? In der zweiten Generation. Aber dann überleg dir, was heute ist. Leider, es gibt arme Leute, die nehmen den Islam an. Alhamdulillah, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie mehr recht leiten und festigen. Die nehmen den Islam an und die sind sozusagen, die haben diese Motivation. Die sind motiviert. Motivation ist gut. Emotionen sind gut, aber an der richtigen Stelle. Sie sind motiviert, sie haben Emotionen. Und deshalb wollen sie von 1 auf 100 machen, schnell. Aber dann kommt eine Wand vor ihnen und die können nicht mehr. Und deshalb bekommen sie diese, wal'iyadu billah, diesen Rückfall. Der Prophet s.a.w. sagte das. Hört mal diese Überlieferung, die ist so schön. Er sagte, inna li kulli amalin shirah. Das bedeutet, es gibt für jede Tat einen Gipfel. Denn man beeilt sich so einen Gipfel. Wann li kulli shiratin fatrah. Das bedeutet, dann kommt das zur Ruhephase. Diese Ruhephase ist maßgebend. Wenn diese Ruhephase in Richtung Sunna ist, dann ist man gerettet. Wenn das in nicht Richtung Sunna ist, dann ist man verdorben. Und das ist genau, was passiert mit einigen. Die gehen hoch, 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 bis sie nicht mehr können. Weil sie aber keine Basis haben, weil sie nicht richtig gebaut haben, dann fallen sie Freifall. Und dann kommt es dieser Rückfall. Und deshalb siehst du viele von diesen, die neu den Islam annehmen, nach ein paar Monaten oder nach 1 oder 2 Jahren, die bekommen einen Rückfall. Die fangen an, wieder zu rauchen, die fangen an, wieder nach Frauen zu suchen und die fangen an, ihren Gelüsten zu folgen. Was ist die Lösung dafür? Langsam. Wer richtig baut, wird sein Haus
fest. Aber wer, wal'iyadu billah, schlecht baut, wird auch nicht lange in diesem Haus bleiben. Wer sät, wird ernten. Und wer einen Weg zum Erfolg nimmt, wird das schaffen. Und derjenige, der arbeitet, wird auch den Lohn bekommen. Barakallahu fikum. Möge Allah von mir, von euch annehmen.